Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim mit Mods. Ja, wir waren hier in Torquals Höhle oder so ähnlich. Mal kurz gucken, wie es heißt. So richtig. Tollwalds Höhle, Verzeihung. Und hatten hinter diesem kleinen Zwergenbereich, der hier ist, ja, einen Überraschungsgang der Twema gefunden. Was wir allerdings schon erwartet hatten, weil wir die Tür schon erkannt haben. Weitsichtig, wie wir sind. Und hatten auch schon festgestellt, dass es hier noch ein ganzes Stückchen weitergeht und sich deswegen es nicht lohnt, irgendwie noch mal länger zu verweilen. Hatte mich schon ein bisschen leer gemacht, wie wir hier ordentlich alles einsacken können. Was bei den Eiern nicht immer ganz so einfach ist, weil jedes muss einzeln getroffen werden zum Sammeln. So. Das kleine Alchemist, der mit Tränken macht momentan das meiste Geld auch. Ist das natürlich eine tolle Höhle hier für mich. Wenn ihr viel Bock auf Alchemie habt, könnt ihr euch die gut merken. Wie gesagt, ist top dafür. So, Problem ist halt immer nur treffen. So, machen wir ein bisschen hell wieder. So, nein, das wollen wir nicht. Ist okay. Pfeile sind sowieso nie verkehrt. Wiegen nichts, man kann sie verkaufen zur Not. Nee, die ist nicht mehr gut. Aber das können wir auch mitnehmen. Okay. Hängt das schon? So. Altowein ist auch immer gut. Ist relativ vergleichsweise gut von Preis-Leistung her. Ja. Ja. Boah, schwer ist ja, wer es zu erkennen, was man hier sieht. Okay, das war mal ein Soldat, behaupte ich mal. Hier ist ja noch ein Gang. Hä? Ah, da geht's dann schon weiter. Okay, den lassen wir erstmal. Dann machen wir erst den Rundgang hier zu Ende. Also wortwörtlich. Okay. Langbogen, Dolch, Dietrich, Gold, Honignusschnitte, okay. Ja. Nein. 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 Ja. Okay. Oh, da hängen noch ein paar rum. So. Man kann nicht immer alle mitnehmen. Hier sind so ein Set. So, hier geht es noch wieder runter, ne? Aber, ja, pack das noch ein paar zu mitnehmen. Die nehmen wir mit, dann gehen wir gleich wieder hoch. So. Überlegen, da lang, zack. Da warten die Kollegen schon. Illusion, wie hieß der? Mind Control. Was meint ihr? Der links ist stärker, ne? Verfehlt. Hä? Fangen wir Kriegsherz aus dem Mund dagegen. Alles klar, gut. Dann werden wir den Bogen rausholen dürfen. Drache, Knochen, Bogen. Treffen. Nicht so wie ich schieße. Ach komm schon. Gut, das könnte jetzt ein bisschen peinlich werden, langsam. So, geht doch. Das ist angeblich schon irgendwas. Ist das ein Kaurus? Sieht groß aus. Was ist das?
Ach, eine Frostgiftspinne. Okay. Gut, okay. Huch, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte... Steh's mal auf, danke. Das wollte ich. Plündern wir die Kollegen mal durch. Nein. Ja, 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 ja. Ja, muss kurz rechnen. So, Bogen hat sich wieder aufgeladen. Das heißt, wir können uns schon wieder unsere Kerzenlicht holen. Zack, und links. Ach nee, das machen wir am besten links. Zack. Links. So, geht doch. Und rechts machen wir unsere Berührung des Todes. Ja, 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 ja. 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 Keine Ahnung, auch wenn ich zu oft daneben geschossen habe. Ich habe so viele Pfeile. Ich habe mehr als 1000 Pfeile bei mir. In der richtigen Position könnte eine ganze Armee kommen. Wäre allerdings auch ein cooler Modus. Wie lange man gegen irgendwelche Wellen überlebt. Falls die Entwickler jemals das sehen, ne? Die Idee dürft ihr verwenden. Nichts dagegen. Bin sehr nett, wenn ihr mich dann erwähnt. Nein, Spaß beiseite, das wird nicht passieren. So, Kammer, Kammer. So, eins der Falmerhäuschen. Das ziemlich leer ist. Häuschen, ich will eigentlich so. Jupp, 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 jupp. Die Truhen sind so schön stylisch. Was ist das? Tja, was ist, kann ich euch nicht sagen. Aber wir können damit nichts anfangen, scheint so. Die haben hier anscheinend Jäger gesammelt. Das ist schon der dritte, glaube ich. Ah. So, zack. Kurz mal auf die Karte gucken. Okay, ist noch kein Unterschied. Oh, das war wirklich ein undurchdringliches. Erst mal ein bisschen von denen einsammeln. Zack. Na komm, nimm mit. Kann auch mal passieren. Ah, das, was ich gerade sage. Ja, das war die Reaktion meiner Rüstung. Tja. Was ich sagen wollte, war, es kann sein, dass ab und an mal auch kleine Spinnen spontan schnüpfen. Das habt ihr, glaube ich, ganz gut gesehen gerade. Wow, ja, nett. Für so eine alte Spinne, die hier in der Höhle rum vegetiert. Das sind solche Dinge, wo die Falme rauskommen können. Da steht auch einer. Sicherheitshalber. Wo nimmt das? Den nehmen wir rechts. Links nehmen wir die Berührung des Todes. Zehnfacher Schaden und trotzdem geht es noch so gut. Oh, hi. Tschüssi. So. Ja, die Armor ist immer gut. Wir sind gleich wieder voll, ich glaub's nicht. Nehmt euch mal Rüstung, die leichter ist. So, machen wir uns jetzt ein bisschen Licht wieder. Bam. Nee. Ja. Auf jeden Fall ja. Wow. Was? Durchsuchen? Achso, das war er.
Gut. Elfenkriegshammer. Ja. Sind wir gleich voll. So, noch ein paar Pilze sammeln. Boah, da oben geht's auch noch lang. Überall. So Schleich brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ich glaube nicht, dass hier oben sich einer Feind versteckt hat. Das wäre Quatsch. Adept, ne? Mal gucken. Adept, okay. Ja, du darfst jetzt auch öffnen, wenn du sie aufgemacht hast. Ich stell dir vor und guck dir an, ne? Das ist lustig. Okay. Oh, was hat man da? Ein Drosselei. So. Ja, wie sieht es aus? Also, ich bin voll. Ich komme gleich wieder, gehe kurz verkaufen und bis dahin sage ich bis gleich. Gut so. Ich stehe im meinen Destillierkolben. Ich brauche zum jetzigen Zeitpunkt? Nein, allerdings. Nun, ich habe da an etwas gearbeitet, an einer Verbesserung des Ebenerz-Hautzaubers. Ich habe Fortschritte gemacht, aber dann bin ich nicht mehr weitergekommen. Vielleicht könntet ihr mir dabei behilflich sein. Ihr müsst mir einige Drachenschuppen besorgen. Und zwar nicht irgendwelche Drachenschuppen. Wie gesagt, ich habe einige Fortschritte mit der Essenz der Drachenschuppen gemacht. Aber sie sind einfach nicht stark genug. Meine Kenntnisse von Himmelsrands Geschichte sind alles andere als umfassend. Aber bei meinen Forschungen habe ich zwei Dinge entdeckt. Erstens gibt es alte Hinweise auf Drachenherzschuppen. Nach dem, was ich darüber erfahren konnte, könnte das genau das sein, was ich brauche. Zweitens gibt es Geschichten über einen Dolch namens Kavoceins Reißzahn, der scharf genug sein soll, um einem Drachen einzelne Schuppen abzuschneiden. Zuerst müsst ihr den Dolch finden. Dann müsst ihr damit einem Drachen ein paar Schuppen abschneiden. Vermutlich, wenn er tot ist. Interessant. Das wäre wunderbar. Ich werde dafür sorgen, dass alles bereit ist. Aufregend, nicht wahr? Nicht viel, fürchte ich. Er wurde Kavoceins Reißzahn genannt, nach dem Drachen, den diese spezielle Sekte des Kultes verehrt hat. Sie sollen gern rituelle Opfer dargebracht haben. So gern sogar, dass der hohe Priester einen Großteil seiner Zeit mit dem Schärfen des Dolches verbrachte. So war er immer bereit für das unvermeidliche nächste Opfer. Nicht gerade das hellste Kapitel in Himmelsrands Geschichte, nicht wahr? Wie sammle ich diese Drachenschuppen für euch? Nicht einfach irgendwelche Drachenschuppen, Herzschuppen, etwas ganz Besonderes. Dazu braucht ihr natürlich Kavoceins Reißzahn. Wenn ihr dann zufällig an einem Drachenkadaver vorbeilauft, könnt ihr damit eine Herzschuppe abschneiden. Oder auch zwei. Schon eine dürfte mir genügen, um meine Forschungen abzuschließen. Ihr wisst bereits alles, was ich weiß. Doch ja, Erzmagier, ich glaube, da gibt es etwas. Der Jarl von Markarth hat sich an uns gewandt. Es ist offenbar eine Störung aufgetreten. Nach den wenigen Einzelheiten zu urteilen, die wir kennen, klingt das recht vertraut. Ich nehme an, dass die Energie, die das Auge von Magnus freigesetzt hat, außer Kontrolle geraten ist und sich in diesem Teil von Himmelsrand gesammelt hat. Ich hoffe wirklich, dass ihr irgendwo noch den Stab des Magnus habt. Ihr werdet ihn vermutlich brauchen. Okay. So, wir haben hier einen Drachen. Mal wieder. Ein Treffer genügt, Kumpel, du bist hin.
Wovingro. Ja, ihr reagiert ja nicht auf den Drachen. Chillt. Ihr seid gechillt, soll ich euch das ganze Dorn reißen. Weil ich wieder voll bin fast. So. So, da sind wir wieder und jetzt geht's zu Torvalds Gap. Gap heißt kleiner Spalt oder Öffnung, ne? Rille. Läuft ein Fall mal rum. Da unten läuft auch einer rum. Kurz warten, dass mein Bogen sich wieder aufgeladen hat. Oh! Oh, okay. Okay, jetzt gibt es noch eine Lösung. Ein Healing Blossom brauchen wir. Ja. Sidestone. Und Evil Twin. Ganz schön viel los hier. Oh. Okay. Spring. Spring, du Hübschling. Sondern nicht nach unten. So, okay. Jetzt ist Schluss mit Magie. Jetzt kommt die normale häusliche Brutalität. Was? Voll geheilt. Du willst mich wohl voll verarschen. Thank you.
wo die anderen alle sind. Keine Ahnung. Wir machen jetzt nur links, damit unsere Sache sich nicht gleich entlädt. Kerzenschein, damit wir überhaupt was erkennen von dem, was hier alles so schönes passiert ist. Mhm. Frostbissspinne. Versteckte Truhe. Lehrling, ja. Darfst du auch reingehen? Ja, geht. Aber trotzdem schwer. Tut schon mal ein bisschen weh, wenn man es sieht. So. Aber der eine, dieser Kriegshetzer, wie der sich hier nannte, der... Ja, der war schon böse, mal ganz lässig gesprochen. Krass. Wahnsinn, viele hier sind. Und es lebt ja immer noch irgendwas, auch wenn wir es gerade noch nicht sehen. So, anscheinend sind wir außer Reichweite, deswegen ebbt das jetzt langsam ab. Oh, der geht noch. Komm, der geht, ich hab's gesehen. Oh, der geht auch. So, ja, perfekt. Okay. So, ich muss das ein bisschen orientieren. Wir sind ja einfach in die Mitte gesprungen, möglichst viele zu erwischen. Na komm. Okay, ich vermute mal, das sind alle. Das sieht überzeugend aus. So, Deutsch hat sich wahrscheinlich auch schon aufgeladen. So tief runter sind wir gemacht. Wir erst eigentlich gar nicht ganz so mitgekriegt. Stimmt, wir haben hier rüber geschossen. Das stimmt, das stimmt. Das ist Skiva. Das ist Skiva. Okay. Nee, das ist nur so ein... Das ist eigentlich ein Totem. Ich nenne das mal ein Totem. Gehen jetzt einfach mal hier lang. Das war eine sehr lohnenswerte Truhe. Den holen wir von hinten. Sei denn einer sieht uns. Ach, er hat umgedreht. Er sieht uns noch. Oh. Dann können wir noch unsere Verzauberung nehmen. Denkt ihr, ich weiß, wie es heißt? So. So, Kerzenschein. Es tut mir leid, aber ohne Kerzenschein ist es so dunkel. Für euch auf der Aufnahme noch mehr als für mich hier im Spiel. Da sieht man einfach nichts. Ich sehe, ich bin gleich wieder voll. Ich habe alle viel zu schwere Ausrüstung. Mein lieber Mann, ey. So, boah. Also, für alle Alchemisten unter euch, markiert euch die Höhle hier. Hier gibt es ordentlich zu holen. So, ich kann das jetzt auch tatsächlich nicht viel kommentieren, weil, was machen wir? Wir laufen jetzt rum und sammeln Zeug ein. Mehr passiert hier gerade nicht. Der Alchemist in mir freut sich. Ist da was drin? Nö, gut. So.
Bin ich da reingekommen? Ich glaube ja. Boah. Ah, da ist noch mehr drin. Zack. Ernsthaft. Kann ich das Ding wegschreiben? Ne, gut. Dann kein Bock mehr jetzt rum, sondern sammle halt den blöden Korb einfach ein. Verkauft ihn beim nächsten Mal. So. Tut mir leid, das war mir jetzt aber zu affig, der Korb, also. Huch. Noch irgendwas? So, hier geht's also nicht richtig weiter. Dann kann man nur hier weitergehen. Beziehungsweise es gibt einen Schrei, mit dem kann man Distanzen überbrücken, sage ich jetzt mal. Den könnte man es wahrscheinlich auch ein bisschen rüberschieben schaffen, sage ich mal. So. Ich denke nicht, dass wir alle hier vorgelockt haben. Berührung des Todes. Mal gucken. Zack. Wow, der ist so tot. Ah, da. Das schon kann ich gar nicht mehr ausnehmen. Hehe, gleich vor euch über den Leister. Ja, das lässt jetzt liegen. Huch, das ist die falsche. Gut, macht's für den Moment auch hell. Im blauen Schein ist auch schön. So. Ja, da flog ein Skelettteil an mir vorbei. Gucken wir auf die Karte. Oh, gibt viele mögliche Richtungen. Erstmal hier den Raum leer machen. Also Pilz, Pilz, Pilz. Pilz. Falmerhütte. Kurz orientieren. Sind wir denn hier gekommen? Das ist ein Kaurus, oder? Ja. Okay. Ja, die erste rechts, ne? Das ist eine Sackgasse, hier geht es dann weiter. Okay, Sackgasse. Sackgasse. Sackgassen sind immer gut. Kann man nichts verpassen. Huch. Er dreht sich manchmal ein bisschen schnell. Das ist dann immer schwer einzuschätzen, wo er gerade steht. Ja, den kann ich nehmen. Huch. Was bist du denn? Karus Hopper. Aha. Moment, machen wir es noch ein bisschen Licht. So. Ja, ich bin fast voll, kann ich mir nicht leisten momentan. Wer weiß, dass ich da bin. Oh, Karus als Kriegsform.
So, wenn ich da hochgehe, meinst du irgendwie ganz praktisch? So, ich sammle das nächste Mal ein, damit wir noch ein bisschen Gameplay heute noch haben. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht nur weggereist. Ich spiele jetzt erstmal weiter. Wow, ja. Muss noch ganz viel. Okay, das sind so irgendwelche Puppen von Chaurus oder Chaurus, wie auch immer sie gesprochen werden mögen. Oh, der passt noch rein. So. Okay. So ein Ding. Ja, okay. Könnte sein, dass wir gleich von hinten angegriffen werden. Der ist hin. An der Seite der Brücke, wo ich uns rüber geschossen habe. Kann aber eigentlich nicht sein, da wäre jetzt hier eine Leiche. Doch ist es aber. Ah, vielleicht sogar aber eine Etage tiefer, das kann auch sein. Tollwaldskreuzung, das ist ein perfekter Punkt zum Ende machen, denke ich. Da können wir dann das nächste Mal ansetzen. Ja, wie immer hoffe ich, dass für euch so viel Spaß macht, zu einem Zuschauen wie mir beim Spielen. Und ja, ansonsten würde ich nur sagen, macht's nicht gut, macht's besser, bis zum nächsten Mal und mögen euch die Gaming-Götter hold sein. Tschüss!